Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden nieder, was die Lohre streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein flanker Flügel weit. Es ist wieder März geworden, von Frühling keine Spur. Das ist ein Lied von 1848, also schon von über 100 Jahren, fast 200 Jahre ist es her. Ne? Und kann man sowas Ähnliches auch für Europa sagen, dass es kalt ist, dass uns ein kalter Wind entgegenschlägt, wie heute an diesem Märznachmittag? Ja gut, der ist aber nur äußerlich, der kalte Wind. Im Herzen sind wir heiß. Ja, Sie sind heiß. Nein. Wir Leute, die hier kommen, die eben haben wir den Chor gehabt, haben sie ja mitgekriegt und so weiter. Die Italiener, alle lieben Europa. Wir müssen ein bisschen näher rangehen. Alle lieben Europa. Weil wir nämlich oder die meisten, schon ein bisschen Wind über, haben. Über 80% der Befragten lieben Europa, also und sind für Europa. Sie ist nicht der einzige Europäer, zusammen vielleicht mit Daniel Cohn-Bendit aus Frankfurt. Ne? Netter Mann, ich kenne ihn. Der die europäische Fahne hochhält. Ich auch. Ich halte sie auch hoch. Ich habe hier die alte original europäische Fahne, habe ich da und wir werden schon noch einiges machen. Ja. Was ist denn jetzt der Anlass für diese Aktion? Man kann im Leben in der Demokratie nicht immer gegen etwas sein. Das ist bei uns modern geworden, dass man gegen was ist. Wir sind für Europa. Wir sind für ein friedliches Europa, für ein vereintes Europa. Europa ist in der Krise und wir müssen eine Initiative starten, dass wir Europa retten. Mhm. Wie macht sich das konkret bemerkbar, dass Europa in der Krise ist, Ihrer Meinung nach? Ja gut, wir haben leider natürlich durch die schnelle Aufnahme der Ostländer haben wir keine einheitliche Außenpolitik, wir haben keine Finanzpolitik, wir haben keine Verteidigungspolitik, wir haben keine Sicherheitspolitik. Das heißt, es bröselt an allen Ecken und Enden in Europa. Das heißt, hier sind Defizite. Die müssen unbedingt beseitigt werden und ich weiß auch wie. Ausgangspunkt war ja, dass Europa mal eine Wirtschaftsunion war. Wirtschaftlich ist Europa sehr stark. Vor 70 Jahren, ja. In anderen Dingen bleibt es den Nationalstaaten überlassen. Haben denn die Nationalstaaten überhaupt eine Zukunft, wie manche meinen? Das muss man differenziert sehen. Also bestimmte Themen sollte die Europäische Union oder Brüssel nicht in die Hand nehmen. Das sollten die Bürger vor Ort entscheiden. Die kennen ihre Probleme besser. Mhm. Europa mischt sich in viel zu viele Dinge ein. Die großen Sachen sollte Europa machen, Rahmenrichtlinien erlassen und so weiter. Es müssen aber interessante junge Leute in das Parlament. Wenn ich sehe ich nenne jetzt mal Namen, einen Oettinger oder einen Stoiber, was haben die da zu tun? Die sind keine Zukunft. Ja. Europa ist Zukunft für die Jugend. Ich bin der Meinung, dass die Jugend letztlich da ist. Und für die machen wir Europa. Wenn ich mir vorstelle, dass die Nationalstaaten wiederkommen, dass wir wieder Visa brauchen, wenn sie nach Frankreich wollen, wenn sie studieren wollen. Unerträgliche Vorstellung. Das war jetzt so ein bisschen Anspielung mit diesem Lied. Ne? Ja. Damals, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, da waren die Nationalstaaten eine gute Idee, ne? Eine zukunftsweisende Idee. Ja. Ne? Nachdem es Kleinstaaten und Fürstentümer gab, die an jeder Ecke Zoll verlangt haben. Ne? Ja, natürlich. Toll. Ja, aber Nationalstaaten haben eigentlich immer Kriege geführt. Und seitdem wir keine Nationalstaaten in dem eigenen Sinne haben, seitdem wir Europa haben, haben wir Frieden. Seit 70 Jahren haben wir Frieden. Ja, wollen wir das da wieder aufgeben, indem wir jede kleine Staaterei wieder durchmachen? Also eine Sache ist das Verhältnis zu Frankreich. Ne? Sie haben vorhin da Bilder gezeigt von der Grenzöffnung, von der Zunge, wo Grenzbäume niedergerissen wurden, schon 1950. Ja, 1950 waren junge Leute, Studenten aus beiden Ländern und haben die Grenzbäume niedergerissen. Die Zöllner waren noch bewaffnet, das war lebensgefährlich. Und da haben wir das nochmal aufgeführt in einem Theaterstück und haben ein Denkmal an dem Ort gemacht. Hier in Speyer haben wir ja später dann auch St. Bernhardskirche. Natürlich. Es gibt unwahrscheinlich viele Symbole. Auch Speyer ist ja vom Europarat als eine der attraktivsten europäischen Städte ausgezeichnet worden. Wir haben so viele Partnerschaften, also eigentlich ist Speyer die Europastadt. Ja.
Ja, der Kaffee ist für Sie, danke. Herr Rückwärts. Ja, heute ist es kühl. Normalerweise mache ich die Sendung und nenne sie Wasser oder Woi, aber für das eigentliche Wasser ist es zu kalt und ein Rotwein geht noch ein bisschen, würde ich sagen. Naja, aber ich trinke seit 3,5 Jahren keinen Alkohol mehr, also deshalb bin ich immer für Kaffee. So. Ja. Glaubt er mir nicht. Es sind viele Leute da, ne? Ja, schön. Ich bin trotz all wieder erwarten an einem Sonntagnachmittag. Ja, ich bin begeistert. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich allein hier sitze, deshalb auch so ganz einfach, spartanisch, ohne Material, habe ich mich gar kaum vorbereiten können. Wir haben ja am Freitag erst die Genehmigung gekriegt, dass wir hierher dürfen. Mhm. Das ist ja eine Demo und das ist ja eine öffentliche Nutzung und das musste ich mir genehmigen lassen. Freitagmittag um 10:50 habe ich die Genehmigung gekriegt. Jetzt haben Sie mir im Vorfeld gesagt, dass so ein bisschen Trotzreaktion auch war auf diese holländischen Vorgänge um die Wahl des Parlaments oder genauer gesagt die Nichtwahl von Wilders. Ja, nicht von uns. Also eigentlich ist die Bewegung schon älter. Die haben ja. Die haben ja den Holländern auch geholfen letztlich. Die haben ja auch in Holland diese Bewegung gemacht und das hat ja dem Ministerpräsidenten geholfen, diese Wahl zu gewinnen. Ja, ja. Und das ist gut so. Und ich hoffe, dass das wir in Frankreich so schaffen. Das nächste Ziel ist Frankreich, dass wir die Le Pen verhindern. Ja. Und ich habe gute Beziehungen zu Frankreich und da werden wir dran arbeiten, dass wir Grußbotschaften, wenn wir mal größer sind, in unsere Partnerstadt Chartres. So, jetzt mal trinken wir mal einen Schluck. Ist ein französischer Wein oder vielleicht ist es auch ein italienischer. Ja, aber ein roter also ist es. Europäisch. Europäischer Wein. Also mit der Genusskultur ist Europa hier weit fortgeschritten. Auch. Ne? Da waren wir ja schon immer gut in Speyer. Da war schon immer gut. Anderswo hapert es eher. Naja gut, ich sag ja, ich habe ja die Themenbereiche genannt, Defizite haben. Und da muss meines Erachtens frischer Wind rein. Ja, wie soll wir haben auch keine Finanzordnung. Allein diese Frage der sozialen Ungerechtigkeit, die Armutsschere, die immer größer wird, da muss doch dringend was geschehen. Ja gut, Deutschland hat... Ich bin kein Kommunist, verstehen Sie, aber also, der Gysi hat eine gute Rede gehalten. Ja. Im Ritter, wie das... Der Orden wieder den tierischen Ernst, hat er einen Preis gekriegt. Und hat eine tolle Rede gehalten zu Europa. Und die hat mich eigentlich schon motiviert. Das war schon Fasching, dass er gesagt hat, ich muss auch wieder was machen. Ja, also. Und wie soll es jetzt weitergehen mit diesen Aktionen für Europa? Jeden Sonntag werden wir uns von 2 bis 3 hier auf der Hauptstraße treffen, in wechselnden Zusammensetzungen. Wir werden keine Hierarchie aufbauen, es gibt keinen Vorstand, sondern die Menschen treffen sich. Mal wird es ein Familienfest, mal singen wir, mal machen wir irgendwas anderes. Aber eigentlich soll von hier aus ein Impuls auch ausgehen, nach Deutschland rein, in andere Städte. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren haben wir mal am Geschirrplätzl gestanden, Europatag, den gibt's ja, ne? Ja. Mit der Oberbürgermeister war da gewesen, wir haben einen Quiz gemacht. Ne? Richtig. Ein Europa-Quiz. Das wissen Sie noch. Das war ja vor meiner Zeit. Wenn wir jetzt ein bisschen Ausschnitt kurz einblenden, nämlich. Ne? Ach so, haben Sie das noch alles wiedergefunden? Ja. Und da waren natürlich die Partnerstädte da, die zumindest nicht ausschließlich, aber überwiegend europäische. Ja, aber Sie müssen ja mal sehen, dass Spalding, das Verhältnis zu Spalding ist ja kaputt gegangen. Ich habe mich ja hauptsächlich engagiert in den Rahmen der europäischen Partnerschaften mit Polen, Russland und Jaffne. Ja. Ich wollte eigentlich die ehemaligen Kriegspartner, die mehr unter uns gelitten haben, wollte ich hinfahren und habe das auch immer gemacht. Und die anderen westlichen Länder, die waren ja Selbstläufer. Frankreich, England, Italien waren ja Selbstläufer. Mhm. Ja. Ja, dann wünsche ich viel Erfolg an den nächsten Sonntagen, dass auch wieder genug Volk da ist. Wenn besseres Wetter ist, haben wir auch Publikum da und dann können wir noch mehr informieren. Aber das ist eine Initialzündung und die war erfolgreich und auch dank Ihrer Hilfe, dass Sie sofort reagiert haben, fand ich toll. Okay. Super. Ja, schönen Dank dann. Danke vielleicht auch. Beim nächsten wieder bei einem Wasser oder bei einem... So, jetzt noch ein kurzer Ausschnitt vom Europa-Quiz vor ein paar Jahren. So, jetzt kommen wir bei mir zur Mythologie. Welcher Gott entführte Europa in der griechischen Sage, in der Mythologie? Minotaurus, Thor, Poseidon oder Zeus? Wer entführte Europa? Das ist... Wer hat sich denn am meisten mit Frauen eingelassen? Dann würde ich doch gerade sagen, das war Zeus. Also nehmen wir doch ganz einfach D. Das ist, mal gucken, ob diese Schlussfolgerung richtig ist. Da gibt es schon Nicken aus dem Publikum. Die Antwort ist richtig. Vielleicht auch mit der Begründung. Die Griechen, ich sage nur, ne? Die griechische Götterwelt. So, gucken wir mal. Am letzten Sonntag war zur gleichen Zeit die Aufstellung des Sommertagsumzugs. Da fiel die Aktion aus, es gab keine Genehmigung von Seiten des Ordnungsamtes.
Also am nächsten Sonntag bis auf Weiteres, dann jeweils zwischen 14 und 15 Uhr, steht Dr. Bernd Rückwart zu Gesprächen über Europa am Altpöttl zur Verfügung und ruft Mitstreiterinnen zum Kommen auf.